So, hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer Folge Zelda. Ich konnte jetzt sehr lange nichts aufnehmen, weil ich eine ziemlich schlimme Bindehautentzündung hatte. Deswegen konnte ich nämlich nichts sehen. Aber ich versuche jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen regelmäßiger was hochzuladen. Und ja, wir waren stehen geblieben kurz vor dem Wald-Dungeon. Hatten hier vorne aber noch kurz was zu erledigen. Hinsetzen hier. Meine Fresse. Den goldenen Wolf werden wir auch noch ein paar Mal öfter sehen. Der bringt uns nämlich immer ziemlich geile Sachen bei. Gut. Oh. Ja, fantastisch. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Ja, das hat schon mal gut funktioniert. Das Schicksal mag dich zum Helden gemacht haben, aber in dieser Verfassung bist du es nicht wert, das grüne Gewand zu tragen. Oha. Du brauchst Mut, um deine Kräfte zu sammeln, und deine gesammelten Kräfte werden dir Mut geben. Wenn du dir wahren Mut wünschst, um Hyrule aus dieser furchtbaren Gefahr zu retten, unterweise ich dich in meinen okkulten Künsten. Nice. Ein starker Gegner kann zwar durch einen schweren Angriff niedergehen, steht aber sogleich wieder auf. Die Kunst des Fangstoßes besteht darin, den am Boden liegenden Gegner endgültig zu besiegen, bevor er wieder aufsteht. Wenn der Gegner am Boden liegt, visiere ihn unverzüglich mit L an und drücke A, um ihn von oben springend den letzten Stoß zu versetzen. Hast du eine günstige Gelegenheit, dem Gegner den Garaus zu machen? Erscheint vor dir ein, vor deinen Augen das Signal Fangstoß. Ah, nun versuch es an mir. Das ist tatsächlich ziemlich nice. Na gut. Absolut epic. Ja, das war ein kühner Schlag. Verpasse nie deine Chance für einen Fangstoß durch Drücken von A. Damit hast du die erste okkulte Kunst den Fangstoß erlernt. Perfekt. Du hast die erste okkulte Kunst den Fangstoß erlernt. Visiere Gegner am Boden mit L an und beende die Sache mit A. Es gibt noch weitere sechs okkulte Künste, die du erlernen musst. Musst. Doch sie sind nur für den bestimmten, in de was? Doch sie sind nur für den bestimmt, in dessen Adern das Blut eines Helden fließt. Für den, der den Geist eines erhabenen Raubtiers hat. Stähle deine Kraft und sei beständig in deinem Mut, um die gegenwärtige Bedrohung zu zerschlagen. Lausche dem Ton des Windes, der den Geist des wilden Tieres ruft, und komme wieder zu mir, wenn du die Statue gefunden hast. Alles klar. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Vergiss das nicht. Auf ein Wiedersehen. Ja. Wir gucken mal. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in den Dungeon. Ach, das wird super. Paar Lappen verprügeln. Der lebt noch. Ich helfe. Ach so, ach, ich bin doch doof. Meine Fresse. Moment. So. X. Nein! Moment mal. Ich hatte doch. Sehr gut. Das wäre jetzt scheiße. So, dann können wir jetzt da rein. Und betreten damit endlich den ersten Dungeon. Erstmal ein bisschen Ungeziefer dezimieren. Waldschrein.
Ja, der ist natürlich jetzt noch nicht so wahnsinnig schwer, aber macht trotzdem relativ viel Bock. Wir können jetzt mal eben hier ein bisschen Gras wegmetzeln. So. Und hier haben wir auch so einen alten Kollegen. Können wir ja noch. Machen wir mal kurz hier. Ich will das nicht anvisieren. So. Den Affen von vorhin. Den haben wir gerettet. Der hat jetzt richtig Bock, dass wir mit ihm kommen. Das ist doch der Affe, der deine Lampe geklaut hat. Ich glaube, der will mit dir spielen. Also nichts wie hinterher. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier eben... Nee. Hallo. Gesöcks da... wegmachen. Ach. Können wir eben kurz hier das Zeug kaputt machen. Ey, mit hier Kamera. Ja, wir sind jetzt halt wieder für Monster Hunter gespielt und da ist es irgendwie ganz anders. Ach. Eklige fette Spinne, verpiss dich. Meine Fresse. Ach ja. Jawoll. Wir können, bevor ich es vergesse, das haben wir beim letzten Mal vergessen. Sehr gut. Aua! Hier so einen Dude nehmen. Das mal eben kurz hier kaputt machen. Warum ich das jetzt mache, seht ihr dann gleich. Ja, ach komm, ey. Mach doch auf. Ja, hat sich doch gelohnt. Sehr schön. Wie hat er sein Level ab? Wir müssen nämlich jetzt eben hier hochgehen. Und ein absolut typisches Zelda-Rätsel lösen. Ich meine, hier sind Fackeln. Was gibt's zu tun? Den. So, dann kommen wir da schon mal rüber. Ach, steck's weg. Hier kommen wir dann noch nicht rüber. Da auch nicht. Da. Du hältst die Dungeon-Karte. Drücke rechts, um den Kartenbildschirm aufzurufen. Bereits besuchte Räume sind grün. Der gelbe Pfeil zeigt dir deine Position. Mit hoch und runter wird es ein Stockwerk aus. Alles easy game. Ja. Hier ist ein relativ großer Raum. Aber ist eigentlich nur zum Durchlaufen. Wer ist er denn? So ein fetter Affe. Holy shit. Das ist eine Frechheit. Ja, auf jeden Fall, da gehen wir schon mal nicht lang, so wie es aussieht. Aber was ist das denn? Haben die etwa Streit? Mann, jetzt können wir hier nicht weiter. Gehen wir einfach zurück. Ich glaube sowieso, der kleine Affe will uns führen. Sollten wir ihm nicht einfach folgen? Genau. Wir folgen dem Affen einfach. Ja, sehr praktisch. Danke, Affe. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ach so, Moment. Machen wir mal so. Das ist sowas von weird. Nintendo, what the fuck? Puh, endlich draußen. Ich bin ein wenig in der Breite gegangen und dann irgendwie nicht mehr rausgekommen.
Du hast mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank. Also, weißt du, ich suche hier etwas. Hast du ja auch etwas zu tun, dann können wir uns hier eine Weile zusammentun. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich kann dir ziemlich nützlich sein. Wenn du hier raus willst, kann ich dich ganz einfach worben. Denk also nicht, ich wäre nur eine Belastung, sondern betrachte mich als Freundin. Du hast die Tante getroffen. Sie warbt dich aus jedem Dungeon oder dorthin zurück, wo du zuletzt warst. Ja, das ist super praktisch, aber was ist es? Also, erstmal ganz im Ernst, das ist... Naja. Machen wir hier nochmal eben kurz die Sachen kaputt. Jawohl. Blauer Rubin, danke. Ach. Spinnenscheiße. So. Kommt die auch? Nee. Was müssen wir denn hier tun? Ach, wir können, glaube ich, erstmal eh nur. Wir haben keinen Schlüssel und da hinten. Moment mal. Geht das so? Ja, die war ja smart. Nee, da hinten kommen wir aber auch. Oh. Stimmt, hier ist ja der Dungeon Key. Den müssen wir haben. Weil sonst geht das hier nicht weiter. Nein! Warte mal, gibt's hier irgendwie was? Ich glaube nicht. Dann gehen wir einfach mal. Geht nach oben, Link. Textur ist jetzt noch nicht so wahnsinnig schön, muss ich jetzt einfach mal sagen. Aber die. Ja. Ist schon besser. Was ist denn mit ihm? Hier kommen wir wohl nicht durch, Digga. So, gehen wir mal da rein. Und hier sind auch so eine Drehdinger. Schnell rüber, bevor sie das hier zurückdreht. Wieso wird die eigentlich nicht weggeweht? Das scheint ja sehr wenig zu sein. So. Ja, gut, hier ist eine Kiste. Ja, sehr schön. Haben wir hier einen Schlüssel für da hinten. Aber sonst können wir hier, glaube ich, noch nichts machen, so wie es dort aussieht. Weil wir können diese Dinger hier noch nicht drehen. Da brauchen wir noch was für. Wie oft bin ich jetzt schon gegen diese Scheißtüren gerollt? Holy shit. Kann nicht wahr sein. So. Spinne ist weg. Mal hier rein. Aha. Da ist ein Friend von dem Affen hier. Muss ich schon ein bisschen anstrengen. Da kommen wir mal da raus. Na toll. Aber da kommen wir schon rüber. Ich habe da so eine Vermutung. Zack. Jo, geht weg, Affen. Ich muss jetzt Idioten verhauen. Ja, schön den Rücken. So macht man das nämlich. Einfach rausgetrickst. Jawohl. Blauer Rubin. Ist hier noch was? Warum auch immer das Gras so sporadisch sehr hoch wächst. Aber gut. Ja, jetzt machen wir nämlich hier Teamwork. Ja.
Das war nix. Zack. Zack. So, sehr schön. Kommen die jetzt beide mit? Ja, sehr gut. Die brauchen wir nämlich beide. Weil wir kamen ja in dem Anfangsraum auch noch nicht weiter. Und da kommen wir dann ja vielleicht auch jetzt rüber. Ja, Moment mal. Warum ist das so? Macht doch keinen Sinn, wenn ich hier hinten rumgehen kann. Oder ist da oben irgendwas? Nee. Egal. Gucke ich nachher nach. Wir werden einfach nachher mit dem Kompass eine normale Truhe holen, denke ich. Ey, das kann nicht wahr sein. So. Lass mal wieder rüber hier. Hier meine ich, hier kann man dann jetzt bestimmt auch rüber. Wieso hat das jetzt gerade nicht geklappt? Naja. Können wir mal den Shit hier nochmal ab? Junge, es läuft doch nicht immer dagegen. Okay. Hier haben wir so eine Powerpflanze. Da ist eine Truhe. Ich schätze mal, hier werden wir nicht durchkommen. Nein. Okay. Ja. Ja, voll. Der stylende Boss. So. Hier ist auch so eine Scheißlanze. Aber ich habe da schon einen Plan. Es ist. Also. Nein. Ja, sehr gut. Hat doch geklappt. Ja. Absolut verdient. Ja, passt schon. Aber warte mal, da unten ist die andere Pflanze. Da ist dann. Guck mal kurz hier. Na! Junge. Das wird ein bisschen aber sensibel. Ich drücke mal die falschen Tasten hier. Ah, können wir von hier einfach in den da reinschmeißen. Los, sammel das auf. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Was war das denn jetzt? Ach, Link. Du kannst auch gar nichts. Ja, wieso habe ich denn, hat er den denn nicht einfach da runtergeworfen? Bin mir sicher, dass er die absolut perfekt geworfen hat. Hallo, Link. Jetzt sammel's auf, Mann. Ah, sehr schön. Den haben wir. Dann können wir da unten jetzt auch die Kiste holen. Wo ich absolut keine Ahnung habe, was da drin ist. Ja. Oha, ein Herzteil. Das stelle ich. Das war ja easy. Warte mal hier. Ach, warte. Hä, warte mal. So, da kommen wir in den Windmühlenraum aus. Und da oben. Warte mal. Haben wir jetzt natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Nee, hä? Da ist auch noch eine Tür. Jetzt.
Von da unten kamen wir ja. Ich geh jetzt erstmal hier rein. Oh. Da ist noch ein kleiner Affe eingesperrt. Ach, da ist der Fett. Was ist das denn? Das ist eine fette Pflanze. Oh Gott. Ja, komm her. Au! Muss jetzt irgendwas Bestimmtes machen? Die kann ich mich mal gar nicht mehr dran erinnern. Ich hau die jetzt einfach. Aber jetzt geht doch nicht immer wieder zurück. Kann ich hier sonst. Aua! Nein! Das war nicht richtig. Junge. Ja, zack. Exekutiert. Begärtnert. So. Ach so. Ach. Können wir dann noch eben kurz so einen Bomben-Dude reinschmeißen? Das ist irgendwie ein scheiß Leben. Wir sagen mal angeditscht und fängst du an zu explodieren. Das ist doch irgendwie. Das ist es doch nicht. So. Bisschen verknuspert hier. So. Wo können wir den denn jetzt benutzen? Achso. Ja, mein. Wir können natürlich den Dude da oben befreien. Das machen wir mal eben. So. Haben wir schon mal drei. Ist noch was drin? Nein. Okay, alles klar. Haben wir dann einen. So, und ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann. Okay. Machen wir mal eben wieder Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.